Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche, und wir haben da ja das vorletzte Mal eine Drunk Session gemacht und das letzte Mal eine, ja, Clean Session und diesmal wieder eine Drunk Session. Es ist Montagnacht und wie kann es anders sein? Ja, der Toso hat wieder einen Tee, aber wir haben ja gesagt, wir machen da eben, ja, die... oder den oder die Quest eine denkwürdige Nacht endlich mal fertig, und ich weiß ja nicht, wo wir da jetzt frag Rohan ist da nach Sam und ist da, ja, da werden wir gleich mal hinschauen, weil ja, wir haben ja da gesagt, wir haben da in den Zutaten die blöden Zehen und die sind 25 Stück und haben 25 Gewicht auch. Die werden wir gleich mal machen, bevor wir mit den ja, Gefährten weitermachen. Ich glaube, das kann nicht so lang dauern. Schätz mal, ja. 5 bis 10 Sitzungen. Egal. Wir sind ja einigermaßen gewappnet und ich mache dann nach diesem Quest dann noch eine Umfrage, wie wir den Charakter weiterentwickeln sollen. Wie gesagt, sollen wir jetzt mit dieser Stufe, wir sind da jetzt auf Stufe 59 und sind da ja recht gut unterwegs, was wir daraus machen sollen. Ob ich da jetzt eine, ja, leichte Rüstung mal schmieden soll, um das gefährlicher zu machen, oder eben, ja, wo sind wir da? Einstellungen, Blödsinn. Einstellungen, Gameplay, Schwierigkeitsstufe, Adept. Wir sind da gerade in der Mitte. Noviz ist Anfang, Lehrling, Adept, Experte und Meister. Wir sind da. Ja, wir sind in der Mitte, genau in der Mitte. Und jetzt schauen wir mal auf der Karte, wo wir da hin müssen. Was gabt ihr denn so? Ich habe ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Du kriegst auch noch. Wir haben euch zwei Hände, die ihr zum Führen eurer Waffe gebraucht. Davor habe ich großen Respekt. Ja, finde ich ja cool. Du kriegst auch noch Popoklatsch, das sage ich dir. Okay, wir müssen den Quest jetzt machen und schauen nochmal auf der Karte nach, wenn ich mich da jetzt nicht verdrücke, wo der uns hinführt. Nämlich Auwe Rollingstadt, da waren wir. Was ist denn das nächste? Au, das ist extrem weit weg. Fuck. Scheiße. Ah. Ja, was mache ich da? Ja, ganz kurz. Ich werde mal zum Kutscher rausreiten und schauen, ob der uns da nach Rohingstadt bringen kann. Aber ich bin mir ja nicht sicher, ob das vonstatten geht. Okay, Leute, ich mache einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, also Leute, wir sind hier beim Kutscher und der hat uns ja schon überall hingebracht. Nur, ja, Rohingstadt ist nicht dabei. Hatte ich schon vergessen. In Ordnung. Also, ha. Also gut. Schauen wir nochmal nach auf der Karte. Wir sind da. Und müssen daher. Es ist unglaublich. Das ist ja so weit von überall. Ich glaub's ja nicht. Am ehesten kommen wir von, ja, von da, glaube ich, wenn wir schnell laufen. Ja, wir laufen einfach, ja, okay. Leute, es nützt nichts, also wir haben gesagt, die ersten Wanderungen machen wir einfach so, ja, und dann, ich werde ja, so schnell wie möglich hinlaufen, dass wir das endlich mal erledigen. Ich bin mir nicht sicher, auf was wir da alle stoßen. Das ist ja fast schon lästig, gell? Ich nehme an, da auf der Weiten. Was? Ja, da sind wir wieder.
und sammeln Tundra-Baumwolle. Ja. Und wir sagten ja, wir laufen da nur am Tag. Dann werden wir da gleich einmal 12 Stunden warten. Wie gesagt, wir kommen da in Dungeons und da ist es eh so dunkel wie nie zuvor. Und dann ist es ja auch mal schön am Tag zu wandern, ja. Da dürften irgendwo Skelette sein. Wir müssen darüber. Was war denn da los? Seht ihr das? Die Killer-Zucchini am? Ja, wurscht. Wir laufen da los. Gibt es da einen Weg auch? Ah, Leute, das kann ja nicht sein. Wo ist denn der Veränderung? Steinhardt, nee, Beschwörung. Auch nicht. Illusion war das, ja. Hellsehen, komm her. Ja, dann gehen wir den Weg entlang, okay? Da gäbe es so viel zu sammeln. Das gibt's doch nicht. Da ist das Ziel. Ah, wir laufen Gerfell ein. Das kann doch nicht sein, oder? Ein wenig Sicherheit muss ja auch noch sein, ja. Wen haben wir da jetzt? Ah, El Pacino und Robert De Niro. Genau, wir haben uns geeinigt auf diese Namen. Da vorne, das sieht aus. Lavendel. Wie ein Zweigling. Nö. Und Schmetterlinge. Also wenn wir so weiterlaufen, sind wir ja schnell dran. Oh ja, komm her. Was machen wir da jetzt? Wir nehmen jetzt beschworenes Schwert in beide Hände und komm her. Wir haben die Seele gefangen. Okay. Gut. Ja, mittlerweile sind die Tiere, die da herumlaufen, nicht unbedingt das Problem mit der Rüstung, die wir haben. Das habe ich ja in dem In-Between-Video erklärt, wie das funktioniert. Wir sind ungefähr so gut wie die Besten da jetzt. Und ob die jetzt da drüber laufen können, schauen wir mal nach der Karte. Au, wir sind ja noch weit weg. Ich speichere da mal kurz. Sorry Leute, das muss sein. Ja. Weil ich weiß ja nicht, ob die Jungs da drüber laufen können. Ja, schwimmen, floaten oder was weiß ich, was die da machen. Weil die, ja. Oh fuck, ja natürlich. Feendal ist sicher irgendwo da hinten. Und findet den Weg sicher nicht. Schauen wir mal zurück. Da kommt er gelaufen. Unser armer Feendal. Ah, ja, der ist ja nur eigentlich als Elf für eine Leichtrüstung gedacht. Ja. Wo sind wir? Wir müssen darüber. So, die lassen wir jetzt links liegen. Bin gespannt, ob die auf uns losgehen. Aber eigentlich, wenn wir sie nicht beachten, hat das geheißen, ja, dann haben wir da kein Problem mit den Jungs da. Ja. Dann geht schon los.
Ja, so weit kann das ja nicht mehr sein, oder? Wo? Schaut euch das an. Säbelzahntiger. Reißzahn, ja. Brauchen wir? Oh, Pelz brauchen wir nicht, den Reißzahn, den haben wir beim letzten auch vergessen. Sorry, Leute. Der ist wichtig, ne? Für Schmiedekunst verbessern. So viel ich noch weiß. Da Lavendel, ne? Wenn wir. Wenn uns das gerade so reinhüpft, ne? Laufen wir da jetzt im Kreis oder was ist denn da los? Da auch. Weil Lavendel gibt es nämlich im Maislauf auch, aber das wächst zurzeit nicht nach. Sollen wir da jetzt irgendwas machen? Also ich schätze, wir lassen den Trigger da mal. Das Schöne an den Adrenarchen, also an Al Pacino und Robert De Niro ist, die melden sich auch so lautstark, wenn sie nach Hause gehen. Das heißt, wir können sie auch immer rechtzeitig, da sind Wölfe. Wir nehmen da wieder das beschworene, ja. Schwert. Bei uns, komm. Oh. Anders enden. Ja, cool. Okay. Also, die beschworenen Schwerter schauen echt cool aus, finde ich. Aber kann das sein, dass es so weit noch ist? Komm, lauf mit uns. Wir haben ja da auch noch was anderes. Wir haben ja die Heilung, die uns schneller laufen lässt, ja. Unsere Heilung lässt nämlich auch noch die Ausdauer wieder regenerieren. Cool, dass wir das gemacht haben. Sage ich nur mal. Blaue Schmetterlinge. Ja, verpasst wieder. Ein weiterer schöner Tag für die Arbeit auf den Feldern. Ich beneide die Städter nicht, denen die Freuden der Arbeit auf dem Feld versagt bleiben. Und wisst ihr, wen ich nicht beneide? Die armen Kinder, die ihre Eltern in diesem Krieg verloren haben. Leben verloren, Ernten verbrannt, Land vernichtet. Es gibt keine größere Sünde als den Krieg. Und doch, ihr wart eine Weise und ihr habt etwas aus eurem Leben gemacht. Ich hatte Glück. Hättet ihr mich nicht gerettet, wäre ich jetzt wahrscheinlich ein Dieb, ein Söldner oder etwas noch Schlimmeres. Der Tag ist zu schön, um sich mit solchen Dingen aufzuhalten. Gehen wir zurück an die Arbeit und vergessen wir für eine Weile Kriege und Weisen. Okidoki, Leute. Ich glaube, das war das Stichwort, wieder mal einen Strich zu ziehen, eine kleine Pause einzulegen. Und ich denke, ja, wir haben gesehen, wo der Marker hin zeigt. Da müssen wir dann hin. Also, gespeichert und Tosita, El Pacino, Robert De Niro und unser schwuler Elf verabschieden sich für heute und wünschen euch noch eine angenehme Nacht. Bis zum nächsten Mal, wenn es da heißt, diesen ja vom Glück geretteten Typen zu interviewen. Euer Toso. Ciao.